Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Wie du gesehen hast, seit längerer Zeit habe ich hier kein Video auf meinem Kanal gemacht. Die Zwillingsflammen Energy Update, also eine ausführlichere Legung. Dennoch habe ich heute einen besonderen Impuls bekommen. Denn es passieren sehr viele Dinge im Außen momentan, also auch bei allen Menschen, natürlich auch bei den Zwillingsflammen auch. Und wir stehen kurz vor dem Neumond im Jungfrau. Und da möchte ich gerne mit dir gemeinsam reinschauen, wie sich auch diese Zwillingsflammen Verbindung auch mit euch zusammen, wie sich das natürlich auch entwickelt hat jetzt in der Zwischenzeit und in welche Richtung es auch geht. Stimme dich voll und ganz auf diese Legung ein, schließe die Augen, genieße die Energie der Kristallschale und sende mir deine Gedanken zu. Dir die Lenormand-Karten mitgebracht, und zwar Gilded Reverie Lenormand-Karten, und zwar aus dem Verlag Königsfurt Urania Verlag und von Ciro Marchetti die Lenormand-Karten. Ja, stimme dich voll und ganz auf die Situation hinein und sende mir deine Gedanken zu. Was sollst du wissen in deinem Zwillingsflammenprozess, was sollst du wissen? Also es ist sehr viel Unruhe, wie du siehst, auch sehr turbulente Energien momentan, sehr, sehr turbulente Energien. Und das merkst du auch, die Menschen sind auch sehr, sie spüren diese Veränderung, dass also so richtig dieses Aufgewühltsein. Die erste Karte ist gefallen, es kommt was in Bewegung, wie du siehst, dass es kommt was in Bewegung, es kommt was im Gang. Vielleicht spürst du auch, dass jetzt noch irgendwie eine Einladung oder ein Treffen ansteht. Das kann auch wirklich so diese innere Unruhe in dir erwecken. Natürlich auch vielleicht auch in deine Zwillingsflammen und auch diese Gedanken, dieses Grübeln. Wie wird es denn auch sein? Wie wird sich das auch denn entwickeln? Und was ich jetzt hier noch generell sehe, ich sehe hier, also auf jeden Fall sehe ich hier, dass hier auch noch tiefe, tiefe Ängste, tiefe Verletzungen da sind auf der Seelenebene, ja. Also es kommt einfach hoch und denn die Sehnsucht ist sehr stark. Also die Sehnsucht ist so stark, dass er dich unbedingt treffen möchte, dass er dich unbedingt sehen möchte, dass er unbedingt eine Entscheidung treffen möchte. Denn deine Anziehungskraft ist also sehr, sehr enorm, also sehr stark. Also das ist wie magisch, deine Anziehungskraft. Und das Ganze macht ihn dann auch halt so unruhig. So, wir fragen, wann kann ich die Karten auslegen? So, ist allerdings noch im Außen eine gewisse Falschheit da. Also es läuft noch nicht alles so, wie es sein sollte. Ist eine Falschheit da. Aber wir gucken auch, was überhaupt diese Neumond bei euch bewegt. Also so, es wird gesagt, also bei dem Neumond, dass ihr euch nicht von dem Vergangenen bremsen sollt. Also ihr sollt euch nicht wirklich davon bremsen. Keine von euch beiden, was jetzt auch und wie sich das auch bei euch entwickelt hat. Und also es geht auch darum, also die richtige Antwort könnt ihr immer noch natürlich bekommen, ja. Also ihr könnt die richtige Antwort bekommen von eurem Seelenzwilling, allerdings auch vielleicht auch in Vollmond in Zwillingen oder bei dem Vollmond von deinem Seelenzwilling. Das sind jetzt also in 2 Wochen. Also es beginnt jetzt was bei dem Neumond und geht weiter in 2 Wochen. Außerdem geht es noch darum, dass
deine Intuition jetzt zu dieser Neumondzeit auch wachsen kann, deine Seelenkraft erwacht. Also du sollst auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl hören, zieht es dich oder drückt es dich. Also fühl dich in deinen Zwillingsflammenprozess hinein. Also es geht darum, der Energiefluss ist sehr stark. Also ich kann euch auch gerne energetisch unterstützen, natürlich mit einem Ritual. Ihr kennt das schon, die mir folgen. Also Reika Spirit findet ihr, meine Webseite auch hier unter dem Video verlinkt. Gibt es auch ein Neumond-Ritual morgen. Und es geht um den Wachstum. Also Neumond ist immer für ein Wachstum da. Also es geht um die Drachenpunkte im Leben. Also stehen, für sich selbst einzugestehen und für diesen einzigartigen Lebensweg. Und es geht auch darum, dass man wirklich auf seine eigenen Träume achtet, auf die Träume und dass man sie halt in eine glückliche Richtung verändert. Ja, und es geht auch darum, dass man aus diesen Träumen, ja, also auch in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart und der Zukunft auch wirklich das Positive ja, entfalten lässt und dass man so seine Ziele auch umsetzt, weil das sind Quantensprünge sind schon noch möglich jetzt mit diesem Neumond. Das ist so ein richtiger Initialzündung für die Seelenpaare. Es geht auch darum, auf Zwillingsflammen, dass hier eine Herausforderung besteht, also eine Herausforderung und also es geht um die Gefühle. Ja, in erster Linie trotz all turbulenten Gefühlen, dass man trotzdem im Vertrauen bleibt. Es geht auch darum, dass man in diese Vollendung auch natürlich geht. Damit man in diese Vollendung gehen kann, dass man im Vertrauen ist und dass man Dinge loslässt. Ja, vielleicht auch die Zwillingsflamme loslässt und auch die Emotionen vielleicht, die einen blockieren, loslässt und da sich in diesen Übergang begibt und dann diese Fülle der Gefühle natürlich auch lebt und zulässt. Die Fülle der Gefühle auch lebt und zulässt. Ja, so, und was sagen noch die Karten? Also es geht hier darum, dass man also die Liebeskraft zurückholen sollte. Also einsammeln von Seelenanteilen. Also oft ist es so, du weißt ja auch, dein Seelenzwilling ist ja deine zweite Hälfte. Und es geht auch darum, ja, Gleichgewicht, Harmonie und Balance spiegeln sich in mir und in meinem Leben. Also dass man wirklich dieses Spiegeln wirklich so wahrnimmt, ja, und in Balance bringt und Geburt des neuen Lichtes in der Liebe, dass man sich wirklich ja, da der Liebe hingibt, also wie der Wintersonnenwende am 22. ist ja der Tag und Nacht gleich, ist ja so genau dieses Mittelding, also das ist jetzt keine Wintersonnenwende, aber da ist der Tag und der gleich, wirklich gleich lang und ja, da ist das wirklich gut im Balance, ja, und wie du auch weißt, also am 22. wir gehen auch schon in der Waage über und Waage ist ja auch wirklich ein Sternzeichen, was auch immer alles ausbalancieren möchte und also es geht wirklich darum, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und dafür ist wichtig, die Seelenanteile zurückzuholen, die verlorenen Seelenanteile, vielleicht auch durch deinen Seelenzwilling, dass du deine Seelenanteile zurückholst, ja, weil es läuft hier im Außen etwas falsch, es läuft was nicht richtig, ja. Natürlich kannst du deine Seelenanteile zurückholen. So, ich lege jetzt für euch, das habe ich jetzt so mal in die Kartensekunde, 4 mal die 9 und wenn es euch gefällt, dass es wird nicht so oft hier vorerst Legungen geben, natürlich immer wieder, wenn ich diesen Impuls bekomme. Es kann sein, dass die Fahrt aufnimmt, dann wird es auch mehr Legungen geben, aber momentan wollte ich einfach mit euch gemeinsam schauen, wie auch wirklich in diesen längere Zeit auch wie sich das auch zwischen euch verändert hat, ne?
9 Stück, 9, 4 mal die 9. Also ich habe jetzt hier meine eigene Art und Weise, wie ich die Karten lege. Aber ich werde auch mal demnächst natürlich auch was anderes ausprobieren und einfach mich mal auch mal eine andere Legeform auch bei euch vorstellen oder melden. Dann empfehle ich euch immer, abonniert einfach meinen Kanal. Natürlich könnt ihr auf alle Dienste eine große Kartenanalyse oder diese Zwillingsflammen Energy Update auch hier, was ihr seht, für euren jetzigen Situation noch auch natürlich im Video als Videoberatung auch buchen. So, also die unterste Karte ist der Schlüssel. Der Schlüssel im Grunde, ja, kann ich nicht kleiner machen. Also der Schlüssel im Grunde liegt bei euch selbst. Also das heißt, es liegt bei euch selbst, der Schlüssel. Das ist es, ja. Ja, das wisst ihr schon, ja. Also wo bist du hier? Hier bist du als weibliche Zwillingsflamme. Du trägst wirklich eine Maske in der Liebe momentan. Denn vielleicht bist du nicht ganz ehrlich mit dir insofern, dass du vielleicht dir auch was vormachst, dass du sagst, ja, er hat keine Gefühle für mich. Vielleicht hat sich da auch nicht so viel getan. Vielleicht versuchst du deinen Schmerz mit einer Maske oder dass du sagst, ach, der fühlt vielleicht nichts für mich, wegzutun. Das würde ich dir abraten, denn also sei also ganz weise, denn der Neuanfang liegt an dir und das ist auch mit Glück. Du wirst auch in dem Neuanfang auch ankommen. In deinem Unterbewusstsein sollst du nochmal genau beobachten, woher deine ändern immer deine Gedanken, dass du deine Gedanken änderst oder deinen Zweifel hast oder deine Entscheidungsunfähigkeit, wo das überhaupt herkommt. Das kannst du ja auch selber nachgucken. Im Grunde ist, ihr seid also doppelt gefallen. Schau mal hier. Du schaust hier wirklich in der Entscheidung hinein. Also deine Seele, deine Weiblichkeit, deine sinnliche Energie möchte auch wirklich diese tiefe innere Sehnsucht, auch diese tiefe Seelenliebe, diese tiefe mystische Liebe auch leben. Und natürlich denkst du auch unbewusst auch an der Einladung, wie das sein könnte. Und du hast auch jetzt schon in dir so eine Bewegung gespürt. Also das heißt, du hast auch hier in dir eine gewisse Unruhe schon, aber so eine positive Unruhe, dass ja, das wühlt dich komplett auf, wie das auch sein wird, wenn ihr euch trefft, ja. Im Grunde, er ist ziemlich unten hier jetzt von der Energie her. Also er schaut wirklich hier in der Institution, also er möchte, er weiß schon, dass er komplett mit dir, also so sein Potenzial entfalten könnte und dass er halt auch hier in eine andere Richtung dafür gehen müsste, das weiß er ganz genau. Und er weiß auch, also im Grunde weiß er auch hier, also wie gesagt, weiß er auch hier, dass das hier auch öffentlich lebbar wäre. Dass er dafür aber komplett sich neu ausrichten sollte, das weiß er ganz genau. Und hier auf jeden Fall ist es hier, dass er in seinem Unterbewusstsein, hier auf jeden Fall noch was im Verborgenen hält. Natürlich wünscht er sich, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Er weiß, dass es viel Zeit braucht. Das ist eine ganz, ganz heftige, dicke Blockade da. Leider kann ich das nicht so Blockade da. Also wie du siehst, eine ganz, ganz heftige Blockade ist bei ihm da. So, wenn ich dieses Bild schaue, also seine sinnliche Energie oder seine Männlichkeit jetzt von deinem Zwillingsflammen, er lässt sich alles offen, aber ist jetzt momentan, also sein Kopf ist gar nicht momentan danach,
Also unbewusst ist es hier, also dass er das Gefühl hat, er trägt das, wie wirklich, er trägt seinen eigenen Kreuz, so fühlt sich das an, mit all den Verstrickungen, mit all den Schmerzen, vielleicht auch sein ganzes Familienkarma, was also wirklich tief, tief in seine Seele lastet, also tief in seinem Unterbewusstsein. Und in seinem Unterbewusstsein, er weiß ganz genau, dass er so viel Kraft braucht, wirklich aus diesem Wirrwarr, aus diesem Labyrinth, also aus diesem ganzen, diesen ganzen Verstrickungen sich zu befreien. Der weiß es ganz genau, dass es noch Zeit braucht, und er weiß es ganz genau, dass er hier also seine Sinnlichkeit, seine Liebe auch mit dir leben kann. So, tiefe Ängste, Verletzungen verbinden ihn mit dir. Ich weiß nicht, was dazwischen euch war. Und also die Sehnsucht nach Ankommen und die Verwirrung. Was soll ich nun tun? Bei dir, du hast auch hier eine ziemlich starke Karma. Und also das macht dich hier richtig, richtig unruhig und macht dir so ein mulmiges Gefühl. Dann sagst du auch, Mensch, warum habe ich das auch wirklich ausgewählt? Ja, so, das gilt jetzt nicht. Ich mische das. Und jetzt lege ich hier, warum machst du dir was vor? Lege ich die Karte da drauf. Dann schauen wir, welche Verletzungen, welche Verstrickungen, was ist das für ein Labyrinth, was sind so deine Gedanken, was sind so deine tiefe verborgene Ängste, warum macht dich das so wibbelig? Und wir schauen jetzt nochmal hier auf die Zeit, da schauen wir nochmal auf die Routen drauf, auf die, wie heißt das nochmal, auf den Berg schauen wir drauf, und eine einzige Karte haben wir noch, und ja, ich lege einfach mal diese Karte auf die Einladung da drauf, ja? So, aus dem Labyrinth, dein Gegenüber, ja, weil er nicht mit offenen Karten so in deine Richtung gespielt hat, das ist so das Problem. Du trägst eine Maske, also das ist aus dem Vorleben, du machst dir ja wirklich diese Maske, und die Verstrickungen hier haben was mit dem Neuanfang zu tun, und die Verletzungen haben was mit der Treue zu tun. Entweder ist er untreu gewesen, du bist untreu gewesen oder irgend sowas, das spielt hier schon eine große Rolle. Und also die tiefe Ängste haben schon mit den Mäusen zu tun, da knabbern die Mäuse da dran. Und also es geht auch darum, wie gesagt, ja, also es geht auch wirklich darum, dass hier viele Gedanken darüber gemacht werden, wie man die Brücke auch schlägt, ja. Und ich habe hier nochmal die Einladungen, wie du siehst, die Einladungen. Das wird von Universum bestimmt, wie das auch weitergeht mit euch. Also diese ganze Unruhe, du weißt, dass da eine Lösung also vorzufinden ist. Also diese Unruhe zum Treffen, hast du denn gesagt, wenn wir uns treffen oder so, dann findet sich schon ein Weg. So, was sehe ich denn noch hier? Also Zeit, also der Brief, die Kommunikation braucht noch was Zeit, und was verbietest. Also die Verbote, also unbewusst verbietet er sich diese verbindliche Partnerschaft mit dir, und unbewusst, also wo ist die Blockade? In seinem Zuhause. In seinem Zuhause ist die Blockade. In seinem Zuhause. So, natürlich ziehen wir jetzt einige Karten hier aus dem Coa Verlag. Also Orakel der aufgestiegenen Meistern von Dorin Virtue. Ja. Und wir fragen, aus welcher Energie du kommst, aus welcher Energie er kommt. Und schauen wir nochmal hinein. So. So, wo bist du gerade jetzt? Wow. So. Und wo geht es für dich hin? So, aus welcher Energie
dein Zwilling. So, wo ist dein Zwilling gerade? Und wo geht es hin? So, was euch beide verbindet, ist die Friedensgabe. Was heißt das? Der weiße Büffel, Kalb, Frau. Also das heißt, also ihr sollt beide Frieden schließen. Also ich glaube, das war auch noch hier. So, du kommst aus der Energie, schau mal, du kommst aus der Energie, ja, also dass du wirklich im Vertrauen warst, im Grunde warst du im Vertrauen und du hast auch wirklich, also gut für dich jetzt selber auch gesorgt, habe ich das Gefühl, und du bist hier, also wie gesagt, also, ja, vielleicht war dein Zwillingsflamme auch dein Lehrer oder Lehrerin, so nehme ich das jetzt generell auch wahr. So, ich gucke jetzt mal dein Seelenpartner oder die Zwillingsflamme. Wo kommt er denn? Ich habe mich jetzt schon so in diese Seelenpartner eingewöhnt. Aber das ist jetzt deine Flamme, ja? Also er hat wirklich gelernt, das wirklich zuzuhören. Also mittlerweile auch vielleicht deine Botschaften hat er auch angenommen, hat er zugehört. Dass er wirklich gelernt hat, auch Prioritäten zu setzen und sich aus dem Drama zu befreien. Was heißt das? Dass er also wirklich sich aus diesem Drama befreien kann. Also dass er, also auf jeden Fall, vielleicht hat er sich auch mit Kunst befasst im Grunde. Und dass er so seine Energie, ja, dass er seine Energie geschützt hat auch jetzt, ne, in Verbindung auch mit dir. Wir schauen jetzt mal, wo du jetzt im Moment bist. Wo bist du denn jetzt gerade im Moment? So, also du bist jetzt bereit, hier auch wirklich zu gehen und also die Situation zu verlassen. Du bist auch bereit zu schreiben, deine Gedanken und Worte zu hinterschreiben, zu niederzuschreiben und du sagst, ich will jetzt wirklich positive Veränderungen und ich bleibe jetzt fokussiert. Vielleicht benutzt du auch wirklich die Kristalle dazu und sagst du, ja, ich benutze die Kristalle und ich folge jetzt meinem Herzen. Also ich sehe hier auf dieser Karte noch einen Hinweis, ja, du bist weitergegangen, du bist in der siebten Dimension, du, ja, vielleicht auch sprichst du oder kommunizierst mit deinem Zwillingsflamme über die fünfte Ebene, so, oder sogar siebte Dimension, je nachdem, die Einhörner. Also, dass du da in Traumebene mit ihm kommunizierst, ja. Und dein Zwilling ist momentan wirklich in so einer Reinigungsphase. Wasser ist immer für Ausschwemmen, für Reinigen, etwas klären, in der Tiefe gehen. Und er möchte wirklich diese friedliche Lösungen finden. Und die Läuterung symbolisiert, wirklich die Läuterung symbolisiert, dass er wirklich sich aus dieser Energie erst befreit. Er befindet sich in so mega, mega Transformation, ja. So, und wo geht es jetzt mit euch beiden weiterhin? Wie sind die Tendenzen? Also, so, bei dir, du kannst das jetzt wirklich von seiner Sicht auch vieles schon betrachten, denn du bist jetzt wirklich in diese weibliche Energie. Vielleicht auch hast du auch noch Mutterthemen, Schwesterthemen oder Tochterthemen, die dich beschäftigen, das ist auch die Mutter Erde, Lady Nada, und du nutzt jetzt auch die Magie, und Saint-Germain ist also auf jeden Fall eine aufgestiegene Meister, der auch mit der violette Flamme also ganz viele Dinge also für dich transformiert. Also soweit ich das sehe, also du bist hier offen und gehst du wirklich in eine Richtung, wo du mehr in diese Passivität hineingehst, dass du deine Energie auch klärst, dass du die Magie benutzt.
So, und für deinen Seelenzwilling entdecke den Segen in deiner Situation. Also das heißt, er hat es auch entdeckt. Also entweder hast du für ihn Energiearbeit machen lassen oder macht er Energiearbeit. Also auf jeden Fall, Energiearbeit wird also ein großes Thema in Zukunft für ihn sein. Dadurch wird er mehr in seine Freiheit kommen. Und das Ganze bekommt an seine Fruchtbarkeit, also eine positive Wandlung. Ja, Energiearbeit, du kannst es auch gerne zu Neumond buchen. Natürlich findest du dieses Angebot auch in meinem Shop. Also es ist, soll ein Gleichgewicht zwischen Berufsleben und Privatleben wieder stattfinden. Und dass man sich hier wirklich auf seine eigenen Stärken auch wirklich besinnen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also er möchte sich auch auf seine Stärken besinnen und Gesundheit wirklich und Heilung auch erfahren in seiner Seele. Und ja, guck mal, ja, da ist deine Zwillingsflamme, ja. Und er kommt auch in der Beharrlichkeit, also in der männlichen Energie, toll. Und du schaffst das, sagen die Karten, wow. So, und ich ziehe jetzt eine einzige Karte noch, ja. So, die Botschaft, bitte. Was entspringt, nehmen wir. So, Botschaft für den Prozess. So. So, wie du siehst, Mond. Also Neumond, Vollmond spielt hier eine große Rolle, der Mond. Ja, es bringt immer die Unstabilität. Also da kannst du auch gut was hier unterstützen, ne? Was sagen die Karten? Die Karten sagen, das ist jetzt auch jemand, eine leidenschaftliche Person, eine zielstrebige Person im Grunde, der auch wirklich also eine weibliche Energie hat. Also ich sehe hier, dass er eher eine passive Rolle hat in den Gefühlen. Im Grunde ist schon zuverlässig, aber auch so ein bisschen langsam, so würde ich sagen. Was kommt denn noch hier? Also allerdings sehe ich hier, er ist hier in diese weibliche passive Energie, auch wenn Gefühle da sind. Also er kann das noch momentan nicht so zeigen. Oder er könnte das zeigen, der ist schon zuverlässig, aber sehr, sehr langsam. Also das ist auch so, da ist die Erdenergie mit drin. Und es geht auch darum, ja, also du hast hier schon einen großen Einfluss auf ihn, energetisch auch. Und ja, also ein Sieg nach einem harten Kampf, also Ass der Schwerte, du wirst also Möglichkeiten haben, das mit ihm zu klären. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich würde gerne noch eine Karte für euch ziehen. So, und ich weiß jetzt nicht so ganz recht, welche Karte ich euch ziehen kann. Ich entscheide mich für diese Karte, James von Prag, Lektionen deiner Seele. Ja? So, was ist die Lektion für dich? Für dich ist die Lektion dein Stolz. Ja, dein Stolz. Ich liebe mich und ich erkenne mich in jedem anderen. Dass du so ein bisschen stolz sein sollst. So, und für ihn kommt nochmal die Beharrlichkeit. Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Und also das Leugnen spielt hier nochmal eine große Rolle. Also Leugnen, ich stehe zu meiner Angst jetzt, jedoch setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Stelle. Ja? Also, dass man wirklich zu den Angst stehen sollte, dass also verbindet euch beide, ja? Ich hoffe, du hast dich in diese Legung wieder gefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Natürlich ist das für dich völlig kostenlos und von diesen schönen Legungen einfach profitierst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und ich sage danke, bis bald, deine Valeria.